Ihre heutigen Entscheidungen beeinflussen Ihren Erfolg, den Sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten haben werden. Ich bin Felix Hanewald, Inhaber und Geschäftsführer von FM Recruiting und ich möchte heute gerne mal mit Ihnen über dieses Thema sprechen, warum Sie als Inhaber, Geschäftsführer, als Vorstand, Einrichtungsleitung, Personalverantwortlicher Ihren Erfolg am heutigen Tage beeinflussen. Die Dinge, die Sie heute unternehmen, werden in den nächsten 6 bis 12 Monaten Ihre Effekte zeigen. Nur weil wir heute etwas anfangen, heute vielleicht Social Media Anzeigen machen und vielleicht morgen die erste Bewerbung bekommen, heißt es nicht, dass die erste Bewerbung dann auch direkt bei uns anfängt, sondern wann sehen wir die meisten Ergebnisse? Und da aus unseren Statusgesprächen mit unseren Bestandskunden, mit unseren 250 Bestandskunden, die wir aktuell und auch aktiv betreuen, kann ich Ihnen ganz klar sagen, die Effekte, die Sie die letzten 6 bis 12 Monate gestreut haben, sind dafür verantwortlich in der Situation, wo Sie heute stehen. Bedeutet, wenn Sie wirtschaftlich unprofitabel und Ihre Profitabilität in den letzten Monaten und auch Ihr Recruiting nicht auf den grünen Zweig gebracht haben oder positive Entscheidungen getroffen haben, was positiv die Wirkung dieser Effekte auslöst, werden Sie vielleicht jetzt in einer Situation sein, wo es vor 3 bis 6 Monaten oder vielleicht vor 6 bis 12 Monaten deutlich besser aussah, weil Ihre damaligen Entscheidungen dazu geführt haben, in der Situation, wo Sie heute sind. Wir haben ungefähr immer eine Zeitverzögerung, vor allem wenn es im Bereich Recruiting darum geht, wirklich langfristige Erfolge als Arbeitgebermarke wahrgenommen zu werden, als positive Arbeitgeber wirklich nach außen zu stehen, wirklich die Benefits, die Vorteile und wirklich als attraktive Arbeitgeber dazustehen, haben wir eine Karenzzeit von bis zu 12 Monaten Verzögerung. Bedeutet, den Korn, den ich heute sehe, den kann ich in 12 Monaten ernten. Das bedeutet nicht, dass wenn ich heute eine Anzeige mache, dass ich in 12 Monaten erst eine Pflegefachkraft einstelle. Das nicht. Sondern den Effekt sehen wir natürlich sofort. Aber bis sich ein Imagewandel zum Positiven durchzogen hat, dauert es einfach 8 bis 12 Monate im Durchschnitt. Und das können auch aktuell alle unsere Kunden bestätigen, die wirklich permanent langfristig Mitarbeiter, aber auch Kunden suchen, dass sich jetzt diese Branding-Maßnahmen, wenn sie wirklich erstmal natürlich ein Problem gelöscht haben, wenn sie Brände gelöscht haben, sollte man definitiv Brandschutzmaßnahmen installieren, dass wenn die Herausforderungen erfolgreich angegangen wurden und die laufen, man sich dann um diese ganzen Thematiken der Arbeitgebermarke kümmert, als guter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, als wirklich gutes, attraktiver Pflegedienst oder Pflegeheim wahrgenommen zu werden, dass man auch mehr Kunden gewinnt, dass man die richtigen Bewohner, Patienten und Versorgung aufnehmen kann, das zeigt sich erst viel, viel, viel später. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn Sie sich heute mit Thematiken beschäftigen, sollten Sie sich immer die Frage stellen, welchen Effekt könnte das eventuell in 6 bis 12 Monaten haben? Wenn Sie heute nicht in das Thema Recruiting investieren, vor welcher Herausforderung stehen Sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten? Es kostet Sie viel weniger Zeit, viel weniger Geld, sich heute mit dem Thema zu beschäftigen, vorzusorgen, als am Ende zu sagen, ach Mensch, jetzt ist alles gescheitert, jetzt muss ich Leiharbeit ins Haus nehmen, jetzt muss ich irgendein Personalvermittler nehmen, jetzt muss ich irgendwie auf eine kurzfristige Strategie zurückgreifen, die exorbitant teuer ist. Deswegen macht es gar nicht immer Sinn zu warten. Sie sollten natürlich Ihre Entscheidung auf Grundlage Ihrer Profitabilität und natürlich aufgrund Ihrer Wirtschaftlichkeit und natürlich Ihrer Investitionsbereitschaft natürlich ganz klar selektieren, macht es jetzt Sinn, das zu machen oder natürlich nicht. Aber ins Thema Mitarbeitergewinnung sollten Sie Stand heute definitiv investieren, weil sich dieser ganz krasse Effekt, dass Sie als positiver, guter Arbeitgeber wahrgenommen werden und durch das Thema digitale Mund-zu-Mund-Propaganda, allgemeine Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auch über organische Maßnahmen ganz klar in 12 Monaten einen Rieseneffekt verspüren werden. Alle unsere Kunden haben exorbitant gute Ergebnisse, was das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda angeht. Und das liegt nur daran, dass man regelmäßig dort präsent war, wo die Fachkräfte tagtäglich unterwegs sind. Bedeutet, alle unsere Kunden können aktuell wirklich die Lorbeeren ernten, auf denen sie sich natürlich nicht ausruhen sollten. Ganz wichtiger Punkt. Nur weil sie jetzt die Lorbeeren ernten, heißt es nicht, dass es irgendwann wieder anders sein kann. Deswegen ist es wichtig, permanent gleichbleibend eine Recruiting-Maßnahme durchzuführen, um dann auch mal wieder ein Unternehmenswachstum anzustreben. Und da sollten Sie sich heute Gedanken machen, wie gehen Sie, wenn Sie Personalherausforderungen haben, das Thema der Personalgewinnung an
Und wenn Sie da nicht wissen, auf wen Sie zugehen sollen, kommen Sie zu uns, zu FM Recruiting. Wir beraten Sie unverbindlich, kostenfrei zu Ihren Thematiken, um ganz klar zu schauen, vor welchen Herausforderungen stehen Sie. Patientengewinnung, Kundengewinnung, Personalprobleme, vielleicht hohe Krankheitsstände, dass man dann halt schauen kann, okay, wie kann man vielleicht auch Ihre Unternehmenskultur so weit weiterentwickeln, dass Sie einfach fitter, jünger und auch ja, kräftiger dastehen, dass Sie einfach weniger Krankheitsausfälle haben. Und wenn Sie da nicht wissen, wie das Ganze aussehen kann, kommen Sie auf uns zu auf www.fm-recruiting.de und wir können individuell Ihre Situation analysieren.